Willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Wir müssen in Joyce Zimmer und es untersuchen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Vorher wollte ich noch einmal hier nachschauen. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, es geht nach oben, ne? Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Warum war der Mörder hier? Er hat ein komplettes Massaker hier gemacht. Was sollen wir denn hier? Fokussieren. Was macht dieses Geräusch? Warte mal. Ist das der Rosenkranz? Ach, leck mich doch. Auch vollständig gebrochen. Er hatte nie eine Chance. Er starb, als er versuchte, Iris zu beschützen. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut. Verdammt. Hä? Müssen wir hier auch hin? Nee, von hier bin ich doch gekommen. Hier gibt's nichts. Müssen wir denn finden? 5 Hinweise. Ah. Was hat der Mörder getan? Ignorierend, starrend, sich verstecken, entdeckt auf jeden Fall. Und starrend. So, das haben wir auch. Was gibt's hier? Was ist das denn? Ach, die Katze. Verschreckt. Hast du hier noch was versteckt? Nö. Eine Tasche? Nö. Gehen wir mal hier durch. Eine Luke. Ah, da müssen wir bestimmt gleich mit der Katze rein oder was. Aber nee, kann ja nicht. Die ist ja nicht hier. Die ist ja gar nicht hier. Wie, hier gibt nichts oder was? Ja, hier zählt das schon wieder nicht. Das ist doch kacke. Hä? Drei von 5 Hinweisen habe ich. Das heißt, ich bräuchte doch noch einen, um das Rätsel zu lösen. Ja, wir haben noch 2 eigentlich. Ah, hier. Weggeworfen. Okay. Schlafplatz vielleicht noch? Nee. Das auch nicht. Bücherregal auch nicht. Dann gucke ich mal, ob ich das so lösen kann. Was hat der Mörder hier oben getan? Mörder wurde unterbrochen. Er hat ihn umgebracht? Ja gut, er hat das Foto fallen gelassen, das juckt keinen.
Katze juckt auch keinen. Das wird wahrscheinlich das sein. Test es mal hier mit. Doch, oh, Glück gehabt. Nice. Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein. Und sie hat Ecken und Kanten. Aber das Zimmer wird dir gefallen. Und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge, ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet. Das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate, was ist los? Geh, geh! Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist, schuldet er uns eine Erklärung. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Hm? Na, unsere Freundin wieder. Hey, 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 hey! Hä? Ruhig, Kätzchen. Ganz ruhig. Ich bin's, dein alter Kumpel Ronan. Was zum Teufel war das? Der Mörder hat was in den Luftschacht fallen lassen. Vielleicht kann mir die Katze helfen, da ranzukommen. Ja, sicher. So. Ja klar, der ist dann dagegen gefallen, der Schlüssel, bis hierhin und dann hier lang und... Klar. Ah ne, in dem. Oh, okay. Danke für die Hilfe. Ja, da waren wir schon. Ach so, der ist jetzt mit rausgefallen. Okay, okay, okay. Was macht dieses Geräusch? Gabel. Haus des Urteils? Das muss das ja sein. Das ist es. Das Versteck des Mörders. Ich muss zum Haus des Urteils. Wollten wir nicht eigentlich noch zu Baxter? Und los. Oh nee. Untersuche das Versteck des Glockenmörders. Oh Mann. Wo sind die Dinger? Wo sind die Dinger? Oh, 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 oh. Ich hasse diese Viecher. Da muss doch irgendwie was sein. Da sind die. Dreh dich mal um. Direkt kaputt wieder. Was war das? Hä? Boah, das ist so unnormal, ne? Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Doch. Ja, super, sich hier drin zu verstecken, macht voll gar keinen Sinn. Meine Fresse. Och, es kann doch nicht sein. Was ist denn jetzt? Heilige Scheiße.
Ja, das habe ich doch schon erledigt. Na, er ist auch noch da. Ach, ich kann doch in ihn rein. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Kann ich den von hier auch zerstören? Nein. So. Ja, bis dahin komme ich nicht. Warum soll ich Besitzer ergreifen? Doch. Klappt doch bis dahin. Alles gut. Mach mal aus, das nervt da, ne? Tschüss. Oh, ich dachte, die sind hier auch wieder. Dein Geisterkram und hol mich hier raus. Mach schon. Vertrau mir. Du bist hier besser aufgehoben. Sicher. Okay. Was ist passiert? Er hat nicht gelitten. Du lügst. Er starb, um Unschuldige zu beschützen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Er ist meinetwegen gestorben. Hey. Auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren hilft bei unerlaubtem Betreten und Flucht nicht. Also spar dir die Verrücktheit, klar? Mann, Rex, mach mal halblang. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht? Dachte ich mir. Wir überlegen uns auf dem Revier, was wir mit dir machen. Warum passiert mir das schon wieder? Joy, sag ihm, was wir entdeckt haben. Sie müssen alles wissen. Du musst ihn irgendwie überzeugen. Wo gehst du hin? Der Mörder hat einen Hinweis auf das alte Herrenhaus, das wir im Museum sahen, zurückgelassen. Erzähl Rex auch davon. Das ist vermutlich das Versteck des Mörders. Okay, ich versuch's. Alles klar, auf geht's. Haus des Urteils. Mal schauen. Ach ja, ich muss jetzt hier entlang. Hä, wo kommt ihr denn her? Seid auch verdammte Geister, wa? Mal gespannt, wo das jetzt ist. Und das? Ja. Ach ja, hier, genau, stimmt. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin.